Hallihallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate und wir sind wieder auf dem Zug und gucken uns blödige Weltgeschichte an, währenddessen wir hier gerade versuchen, irgendwie da hinten hinzukommen. Guck mal, wir hier bewegen uns gar nicht weiter, wir sind bestimmt auf der Stelle, Alter. Sieht voll bescheuert aus. Ui! Spring da zur Wand, Daisy! Aber nicht mal. Bremst der? Warum bremst der? Fahr doch weiter. Ja. Bist du denn des Wahnsinns? Alle raus! Los! Oh, hier, wie der Platz auf einmal leer gefegt ist. Vor allem erst laufen die ganz gemütlich, auf einmal rennen sie alle. Das haben sie schon gelöst, muss ich sagen. Zwei großen Mengen, das ganze Spiel abschmieren. Das war bei Unity eine schreckliche Angewohnheit. Dass so eine Menge auf einmal das ganze Spielchen angebracht hat. Gutes Mädchen. Immer dann nur Deutsch gesprochen. Ja. Eine gefährliche Frau, geht mal auf den Weg! Ja, ja, ja! Geh da weg! Hallo! Nimm das! Wow! Das nennt man Need for Speed 1600. Das ist 1800, ja, ist so um die 1800 rum, oder? Ich hab's gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Geh mal aus dem Weg, Mann. Ja, schneller! Steht das nicht irgendwo? Ich denn da? Ach, leck doch, diese scheiß Straßenverkehrsordnung. Ich fahr mitten durch, es spart dermaßen viel. Aua. Geht doch mal alle weg! Das fährt wohl wieder nicht runter. Zwinge dich dazu! Oh, hier nervt gerade jemand ganz pervers. Wenn es mal nach meiner Pfeife gehen soll, gell? Verpisst euch doch jetzt mal! Ja. Schnell von der Straße! Bewegung! Ja! Schlag aus, schlag aus, fährt, schlag aus, schlag aus. Lalalala. Du hast die Peitsche lieber hier hängen, warum? Peitsche mit dem. Das ist eine Antenne, eine Wackelantenne. Oh Mann! Scheiß Nachlader gerade. Weiter! Man sieht es vielleicht am Haus, jetzt ist es nachgeladen. Ja. Leider Probleme, muss ich ehrlich sagen. Das Haus ist auch noch nicht geladen. Das ist pervers. Das müssen sie nochmal fixen, weil das liegt nicht an meinem Rechner, bin ich mir sicher. Sonst würde das Spiel nicht so flüssig laufen. Also vielleicht hat das was mit der Festplatte zu tun. Ich weiß es nicht, mal relativ scheißegal. Agnes, sei vorsichtig. Du wirst von einer Bande gesucht. Ist nicht wahr. Mir ist nur ein bekloppter Kerl auf den Fersen. Ganz sicher? Sicherer geht nicht. Let's not forget where we are.
blockheads around here have big... Da ist er! Der Gauner! Verstecken Sie sich vor jemandem? Kleine Perversling. Na gut, würde ich jetzt nicht unbedingt hinterher rennen, der Olden, aber ja. Oh, tut mir leid, Miss. Für dich, Mrs., du Halbaffe. Was macht der Mann da, Mama? Ich bin ein Vogel. Guck mich an, ich bin so dumm. Ich fall runter, guck. Und fall beim Laufen fast hin. Ich bin eine fette Kuh. Was? Achso. Du blöder Schwachkopf. Verzeihung, diese Frau ist in einer bedeutenden Gang. Gang? Welche Gang soll das sein? Ich glaube, sie ist in einem Zug. Klingt nach den Bastarden, die Kaloch besiegt haben. Alarmiert die Leute auf den Dächern, die schalten wir aus. Da ist sie ja. Die da, die von diesem Vollidioten verfolgt wird. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Da ist sie. Erledigt sie. Ich finde raus, wo sie dich begraben und tanze auf deinem Grab. Erledige das! Schufi! Nichts kriegen sie hin. Ist alles in Ordnung, Liebes? Natürlich. Warum auch nicht? Dir ist eine ganze Gang auf den Fersen. Ach, das ist nur ein Idiot, der zu blöd ist, mir zu folgen. Nein, die sind gefährlich. Die planen einen Hinterhalt am Bahnhof. Sei doch nicht albern. Ich muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Wie so oft auch. Doch ein. Bisschen schneller als sonst. Hallo. Warte. Wenn sie alle töten, hören sie alle. Kümmer dich drum. Bin jetzt schussbereit. Oh, verdammt. Ah!
Oh! Was wird aus dem Typen, der Agnes verfolgt? Oh Mann. Weh, stopp, wir sind schon wie als sonst. Bitte. Schön wachsam bleiben. Das ist unser Zug, ja? Warum ist der jetzt abgeschlossen? Nee, zum Teil meine ich jetzt. Hier können wir immer noch rein, ne? Wer bist du? Nigel Bumble. Warum folgst du uns? Ich will in ihre Gang. Ach, um Himmels Willen, jetzt weiß er, wer wir sind. Na gut, Kleiner. Du kannst mir helfen, den Zug sauber zu machen, wenn du keine Angst vor Dreck hast. Ehrlich? Fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Alle Scharfschützen, ein paar Lüfter und... Wie soll ich denn die bitte mit Luftattentaten töten? Also ich spawn unten, dann soll ich da hoch in einer Sekunde, weißt du, und sie von oben attackieren. Hallo? Oh Gott, lass Hirn regnen, ey. Und zwar bei den Programmierern dieses Spiels. Danke. Die Welt hat schon bessere gesehen. Schaut euch Battlefront an. Meisterstück ist es. Weil sie haben seit Jahren nichts rausgebracht, dann bringen sie ein neues Battlefront zum neuen Film auch gleich raus und bumm, funktioniert's. Also mit diesem Stock versprühst du so eine gewisse Lebensfreude. Ich freue mich, sie zu sehen. Du bist so süß. Warum ist sein Kleid abstehend? Was los? Wie sie verweht, wa? Du musst aber verweht lernen. Fox, wie zu weit bin ich? Bin so blöd, dass ich gegen die Wand laufe und trotzdem Weiterlaufanimation habe. Ich wusste gar nicht, dass sie einen Stock brauchen. Einen Stock? Stecken dir so tief in den Arsch, bis du stehen bleibst, ey. Sag ich dir jetzt schon. Morgen, Ibi. Ey, hallo. Okay, ich laufe jetzt ganz normal da durch. Interessant. Das funktioniert nicht. Ist er doch, oder? Wo ist er denn? Wo ist denn unser Humble Bumble? Warum haben wir ein Telegramm? Ach, egal. Warum haben wir hier ein Mosezeichen? Ach, ich weiß gar nicht, wie das Scheißteil da ist. Den Namen wieder vergessen. Tut mir so leid. Oh, wei, oh, wei. Ivi, jump schon auf. Haben wir eigentlich dafür jetzt irgendwas bekommen? Wetten haben wir nichts. Wir haben nichts dafür bekommen. Ah, doch. Nein, haben wir nicht. Das haben wir schon die ganze Zeit. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Okay, meine lieben Freunde, wir werden ein paar sehen, welche da jetzt. Es sind die Kreise zusammen mit Evi und der Kopf frei. Und vor allem sprechen wir jetzt hier mit diesen komischen Typen. Wie heißen denn nochmal? Also, das können wir uns jetzt nochmal kurz anhören, okay? Miss Frey, ich habe hier ein paar Bücher. Ich hoffe, meine Anwesenheit stört Sie nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich über Sie. Ein Herbarium? Sammeln Sie für jemanden Blumen? Für mich selbst. Man sagt mir, das wäre typisch britisch. Wussten Sie, dass alle eine Bedeutung haben? Ich habe schon mal so etwas gehört. Ja, natürlich. Aber leider hatte ich nie sehr viel Zeit für das Buch.
Ich könnte beim Sammeln helfen, wenn Sie akzeptieren. Das würde ich sehr schätzen. Vielen Dank, Miss Frey. Bitte schön, Arschloch. Nein, sorry. Okay, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Part von den Assassin's Creed. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sind satt und tschüss. Tschüss.